Ja, herzlich willkommen zu dem ersten Klima-Challenge-Podcast. Ich bin Michel. Ja, ich bin Romina. Und wir machen im Rahmen der eben erwähnten Klima-Challenge bei Janun jetzt eine kleine Podcast-Reihe und haben verschiedene Themen und auch verschiedene Leute. Das heißt, wir werden nicht immer wieder da sein, aber für die erste Folge sind wir dabei. Genau, wir sind von Janun, wie schon gesagt. Wir sind ein Jugendumweltnetzwerk und wir sind so ein Zusammenschluss aus mehreren kleinen Grüppchen. Und ja, genau, und wir haben jetzt uns überlegt, dass wir einen Podcast machen, einfach mal was Neues ausprobieren, weil das irgendwie gerade ja relativ beliebt ist und das irgendwie ja eine ganz coole Idee ist. Und die Klima-Challenge war die Jahre davor etwas anders. Zum Beispiel letztes Jahr wurde das wie so eine Fastenzeit quasi gemacht mit so einer Art Adventskalender, kann man fast schon sagen. Das war auf unserer Homepage und das war genau an der Fastenzeit orientiert und das wollten wir dieses Jahr einfach ein bisschen anders machen und quasi so als Neujahrsvorsätze, was man so sich vornimmt und so, das als Punkt nehmen, irgendwie diesen Podcast zu machen. Und ja, genau, das ist jetzt so ein bisschen der Plan. Das wird jetzt bis Ende Januar wird das laufen. Wir machen noch 3 Folgen. Ja, genau, 3 Folgen. Genau, das ist jetzt die erste. Und ja, wir fangen mal thematisch an, würde ich sagen. Wie ja gesagt, es geht ein bisschen um Neujahrsvorsätze. Wir sind ja jetzt im Januar, wir haben ein neues Jahr. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe mir gar keine Vorsätze genommen, weil ich einfach, also ich bin nicht so ein Neujahrsvorsatztyp. Ich mache halt irgendwann irgendwie was, wenn ich denke, dass es jetzt irgendwie Sinn macht. Zum Beispiel, weiß nicht, Vegetarier bin ich irgendwann einfach geworden. Und ja, genau, ich mache halt nichts. Wie ist das bei dir? Ja, genau. Also man merkt schon, das war irgendwie nicht Michels Idee, ausgerechnet jetzt im Januar die Klima-Challenge zu machen. Aber wir fanden es halt ganz gut, sich mal so von der christlichen Fastenzeit zu lösen, die wir mal gemacht haben. Übrigens den alten Klimafastenkalender vom letzten Jahr, der sehr cool war, mit ultra vielen verschiedenen Menschen, die Beiträge geschrieben haben und Videos gedreht haben, der ist auch noch online und ich glaube, wir packen das mal in die Infobox. Genau, und ich bin tatsächlich totaler Fan von Neujahrsvorsätzen. Das hat, finde ich, auch relativ viel damit zu tun, dass ich das ganz schön finde, so diese Zeit, so Weihnachten, Feiertage, Silvester, diese freien Tage einmal zu nutzen, um so einmal zur Ruhe zu kommen. Und ich werde auch meistens einfach gezwungen, von meinem Freund offline zu sein in der Zeit. Das heißt, ich kann halt eh nichts Produktives in Anführungsstrichen tun. Also hat man irgendwie mehr Zeit, so ein bisschen in sich zu gehen. Und das nutze ich dann oft, um so einmal so eine Art Reset hinzukriegen und dann zu schauen, was sind eigentlich so Gewohnheiten, die ich ändern will. Das sind natürlich nicht unbedingt nur Gewohnheiten, die jetzt irgendwie was mit Nachhaltigkeit eigentlich zu tun haben, sondern alles Mögliche. Also jetzt zum Beispiel diesen Monat habe ich einen zuckerfreien Monat und ich will Yoga am Morgen machen und so. Das ist ja jetzt nicht direkt so ein Öko-Zeugs. Aber was ich mir auch vorgenommen habe, ist, dass ich, also sagen wir so, wenn ich gestresst bin und viel zu tun habe, was häufig ist, vor allen Dingen seit es Fridays for Future gibt, noch mehr, dann habe ich die Tendenz, irgendwie völlig zu vergessen, dass ich auch noch was essen musste und dann ganz schnell was kaufe. Und das ist dann häufig in viel Plastik verpackt und Fertigprodukte und halt irgendwo mal eben schnell auf die Schnelle gekauft. Also schon Bio, aber irgendwie nicht so ideal, wie ich es finde. Also oder wie es eigentlich sein könnte. Und da ist mein Plan gerade, tatsächlich relativ konkret zu versuchen, Einkaufszettel zu schreiben und einkaufen zu gehen und dann die Sachen, die ich da aufgeschrieben habe, auch über mehrere Tage funktionieren. Also so ein bisschen planvoller meine Ernährung zu planen, was, glaube ich, sowohl ökologischer wird, weil ich dann Zeit habe, im Loseladen einkaufen zu gehen und mir die auch nehme, und eben wirklich selber zu kochen und so weiter, als halt auch deutlich gesünder. Also es ist so ein bisschen zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja, voll. Genau. Gut.
hast du dann, also gehst du dann in verschiedenen Abständen immer regelmäßig einkaufen oder machst du das so, wie es gerade hinkommt? Mal schauen. Also ich weiß noch nicht, ob der Plan so klappt, aber wenn ich am Wochenende frei habe, dann macht der Samstag total Sinn, weil dann auch Wochenmarkt ist in der Nähe vom Lola, also in der Nähe vom Loseladen, für alle Nicht-HannoveranerInnen. Und ansonsten halt irgendwie in der Woche. Aber tatsächlich, dass ich mir im Moment im Kalender markiere, okay, dann und dann bin ich viel unterwegs, da ist viel los, also muss ich einkaufen bis zum Frühstück nach der stressigen Phase. und danach zähle, wie viele sind das und wie es halt wirklich genau aufschreibe. Genau. Und das ist, also es klingt wahrscheinlich für relativ viele Leute, die sehr planerisch und organisiert sind, relativ banal, aber für mich ist es tatsächlich ein relativ großes Ding, weil ich so das Gefühl habe, so wenn es um gute Vorsätze geht, dass das wirklich schwierig ist, ist das, wo es so um Alltagsgewohnheiten geht, ja, irgendwie. Ja. Also das, wo man ganz viel ja auch den ganzen Tag über so unbewusst macht oder ja, und wenn halt die produktiven Gewohnheiten fehlen, halt auch irgendwie vieles schief geht. Und ja, wie gesagt, da finde ich halt Neujahr echt einen guten Zeitpunkt, das zu machen, weil man planerisch daran geht, weil man sich Zeit dafür nimmt, weil man sich vielleicht auch mal so nochmal überlegt, was ist eigentlich letztes Jahr nicht so optimal gelaufen, woran liegt das? Wie kann ich da vielleicht irgendwie in Zukunft mit sinnvoller mit umgehen und so? Genau, und weil es halt einfach, also generell sind, glaube ich, so Phasen des Umbruchs irgendwie total sinnvoll. Also es heißt ja auch, dass man, wenn man umzieht an einen neuen Ort oder wenn man ein Studium beginnt oder einen FEJ oder keine Ahnung, aus dem Auslandssemester zurückkommt, dass das ein guter Zeitpunkt ist, weil sowieso Gewohnheiten sich nochmal neu justieren müssen und dann kann man quasi gleich nachhaltiger und gesünder und was weiß ich, was man sich noch vorgenommen hat, auch reinstarten. Deswegen fände ich auch ganz spannend, ob das bei dir so war, dass es irgendeine Art von Auslöser gab, zum Beispiel, um dann vegetarisch zu leben. Ja, also bei dem vegetarisch leben war es, also ich glaube, bei mir hängt das immer viel mit meinem Umfeld zusammen. Also ich habe selber natürlich irgendwie Ansichten und Meinungen logischerweise und aber ich glaube, es hängt halt schon auch viel mit damit zusammen, mit was für Leuten ich einfach viel Zeit verbringe. Ja. Und damals war es dann einfach so, dass meine Freundin halt vegan war und ich halt quasi dauerhaft damit konfrontiert war und ich auch sowieso schon, also ich hatte schon genug Infos, um eigentlich längst vegetarisch oder vegan zu sein, aber war halt einfach zu faul so. Und aber wenn man halt Tag für Tag damit konfrontiert ist, dann denkt man sich halt irgendwann so, man sieht dann halt auch bei einer anderen Person, dass es einfach sein kann. Und dann habe ich es halt einfach von den einen auf den anderen Tag gemacht und dann halt eigentlich straight durchgezogen. Ja. So, und das ist, glaube ich, auch bei mir so wie, also das ist natürlich nicht der optimalste Weg, weil man dann natürlich irgendwie ein bisschen darauf angewiesen ist, dass andere Leute um einen rum quasi bisschen besser sind, so blöd, wie es klingt. Aber zum Beispiel, ich merke das auch zum Beispiel, wo ich das FEJ angefangen habe, habe ich direkt, also zum Beispiel im Büro oder so, ist ja sowieso eigentlich meistens alles vegan, was das Essen angeht und so. Und dadurch bin ich selber auch irgendwie viel getriebener und motivierter, auch außerhalb vom Büro mich mehr vegan zu ernähren. Und zum Beispiel, wenn ich hier koche, koche ich ja sowieso vegan, weil ja eh nichts anderes da ist. Aber dann macht es natürlich auch voll Spaß und dann probiert man auch neue Sachen aus. Keine Ahnung, neulich habe ich irgendwie rotes Linsencurry gemacht. Ich habe noch nie irgendwas mit roten Linsen vorher gemacht, aber es ist ganz gut geworden. Und ja, sowas halt. Und das ist bei mir so ein bisschen der Weg. Und ich merke auch, also ich sehe auch voll den Sinn dahinter, dass man so Impulse wie zum Beispiel Neujahr nimmt, um dann irgendwie sowas umzusetzen, weil übers letzte Jahr und so, ich versuche dann zwischendurch einfach mal so, okay, ich, keine Ahnung, mache jetzt mehr Sport oder was weiß ich, oder gehe halt wie du jetzt irgendwie sinnvoller einkaufen, plan das irgendwie, aber das mache ich dann meistens vielleicht einen Monat, wenn es gut läuft, und dann wackelt das auch wieder so rückwärts. Und ich glaube aber, wenn man diesen Neujahrsimpuls so ein bisschen nutzt und sich auch in diesen Monat so ein bisschen zwingt, in Anführungszeichen, man muss ja auch erstmal irgendwas länger machen, um es zu einer Gewohnheit zu machen. Das ist ja halt einfach so. Und ja, ich glaube, dass das schon sinnvoll sein kann, wenn man sich da irgendwie einen Zeitpunkt nimmt, auch vielleicht einen Zeitpunkt, der irgendwie mit einem
Wechsel im Leben irgendwie so ein bisschen zu tun hat, um dann einfach da ein bisschen neu anzufangen. Und ich glaube auch, dass wenn ich erstmal irgendwie umziehe und irgendwie alleine oder jetzt mit einem Freund zusammen wohne, dass ich dann auch einkaufsmäßig und so ganz anders damit umgehen kann, weil wenn man noch zu Hause wohnt und so, dann ist es natürlich alles einfach ein bisschen anders, weil da das Einkaufen natürlich eher von wem anders bestimmt wird im Großteil. Und ich glaube auch, dass sich da bei mir nochmal einiges ändern wird, wenn das dann soweit ist. Obwohl man es natürlich lieber schon vorher machen würde, aber es ist halt nicht so einfach immer. Es ist halt einfach so. Aber ja. Ja, auf jeden Fall. Also, wo du das gerade meintest, so, also ich glaube, Gleichgesinnte sind total sinnvoll und die hattest du dann ja einfach und hast sie jetzt irgendwie ja nur nochmal extra. Ich dachte gerade, das ist auch, also so ein bisschen kann auch das Gegenteil ein Auslöser sein, weil ich glaube, was mich gerade vor allen Dingen so bei diesem Verpackungsthema so motiviert, ist tatsächlich der Punkt, was es für eine Plastikschlacht irgendwie an Weihnachten automatisch ist. Also ich habe bei meiner Familie gefeiert und halt war natürlich auch bei anderen Leuten zu Besuch und alles ist halt dann nochmal in so kleinen Schokokugeln, sind in Folie verpackt und so und man hat so einen Overload irgendwie da dran und das ist, finde ich, auch so ein gutes so, okay, und jetzt Schluss damit. Ja, das stimmt. Das habe ich auch gemerkt, dass ich über die Weihnachtszeit auf jeden Fall auch einfach so ein bisschen auch aus diesem Geschenke waren, teilweise so fast, also kurzzeitig nicht so richtig drüber nachgedacht habe und dann so, ah ja, das wird voll gut zu der Person passen, das schenke ich der und dann ich so, vielleicht gucke ich mir doch lieber noch mal was anderes an, weil man halt so, man ist natürlich einfach in dieser Konsumgesellschaft auch irgendwie mit drin und sich davon ein bisschen zu lösen ist natürlich nicht super einfach, aber klar, genau, kann auch genau das Gegenteil sein, dass man dann so sagt, wenn man das erstmal alles vor Augen hat, vor allem zu einer Zeit wie Weihnachten oder so, wo man dann sieht, wie damit so rumgeworfen wird, dass man dann auch erst recht denkt so, nee, reicht jetzt erstmal. Ja, ist genau, der Impuls kann es natürlich auch sein, sehe ich auch voll. Was ich auch noch richtig hilfreich fand eigentlich immer oder was ich irgendwie immer mache, um mich so selber auszutricksen, ist im Grunde, dass ich mir selber Sozialdruck erzeuge, indem ich immer, wenn ich mir was vornehme, das irgendwie einfach allen erzähle, so, random, so, weil ich dann, ne, also so quasi, wenn ich's, klar. Oder ich schreibe es auch eigentlich immer auf, also ich schreibe mir immer auf, was ich mir fürs neue Jahr vornehme, meistens schreibe ich mir das vorne in den Kalender rein, ich schreibe mir zum Teil, je nachdem, was so der Vorsatz ist oder was ich mir gerade überlegt habe, auch so Reminder später im Kalender, also später im Jahr rein, einfach so, weil alleine es aufgeschrieben haben oder es anderen Leuten erzählen und so, schafft irgendwie so eine Verbindlichkeit, dass man es dann auch tatsächlich macht und genau. Klar, dann kommen halt auch immer die anderen und fragen so, na und, wie läuft's jetzt so mit deinem zuckerfreien Ja, genau, und so. Und wenn man dann halt auf einmal da gerade steht und erstmal schön eine Cola in der Hand hat, dann ist es natürlich ein bisschen peinlich. Ja, auf jeden Fall. Genau, ja. Und ich meine, der Spaßfaktor muss auch einfach stimmen. Und jetzt gerade stimmt zum Beispiel der Spaßfaktor bei mir auch. Deswegen ich echt gerne im Luseladen einkaufen gehe. Und hier jetzt in der Nähe vom Janun-Büro ja auch noch ein dritter Luseladen ist jetzt auch dieses Jahr erst geöffnet, ne? Ja, genau. Ja, ich glaube, der ist seit diesem Montag oder so geöffnet. Ja. Und da kann man halt super easy mal eben vorbeifahren. Total. Und da hilft's mir auch gerade, dass ich eigentlich Gewohnheiten auch schon etabliert hatte, dass ich zum Beispiel inzwischen genug leere Gläser, also so Schraubgläser und so zu Hause habe. Ich muss jetzt nur noch dran denken, die mitzunehmen. Ja. Und so, also es war halt einfach nur so, wenn es halt zwischendurch mal zu stressig ist, dann war man halt doch irgendwie schon wieder Wochen, monatelang nicht im Luseladen, sondern hat immer abends nochmal schnell was gekauft, was ja unterm Strich sogar viel mehr Zeit kostet eigentlich und viel weniger Spaß und Lebensqualität bedeutet. Ja klar, wenn man einmal richtig einkauft, dann muss man natürlich auch zwischendurch eigentlich nicht mehr los. Und wenn man es dann nicht mehr macht, dann dann ist man halt eher versucht, irgendwie sowas Kleines nochmal eben zu kaufen. Ja. Ja, stimmt schon. Genau. Ja, irgendwie, mich würde auch voll interessieren, wer sich sonst noch so gute Vorsätze überlegt hat. Ich glaube, wir werden dieses Video auch in zahlreichen Messengern und so posten. Also schreibt gerne auch dann direkt mal rein. Ja, auf jeden Fall. Und auch, wie es bei euch so läuft. Ob ihr euch was vorgenommen habt und wenn ja, was. Oder ob ihr doch die christliche Fastenzeit so auch ohne religiösen Hintergrund vielleicht nutzen werdet. Genau. Ja, nee, aber Weihnachten auf jeden Fall und auch generell so die Feiertage ist, finde ich, also sowohl eine Zeit, um nochmal so nachzudenken, als auch ja, also für mich immer voll so eine Zeit,
zur Ruhe zu kommen. Also ich war auch, war halt auch dann wirklich fast anderthalb Wochen ziemlich durchgehend offline. Ja. So, genau. Bietet sich dann ja auch einfach echt gut an. Ja. Und da finde ich, wären wir auch eigentlich schon so ein bisschen so beim zweiten Thema, das wir uns überlegt haben für die Sendung, angekommen, nämlich Australien und die Brände da, weil das einfach so, sobald wir irgendwie über den Jahreswechsel und über Neujahr und einfach, ja, so das Thema, wie war eigentlich diese Zeit für uns, gesprochen haben, war sofort so dieses Ding von, boah, und dann gehst du irgendwie nach ein paar Tagen wieder online und ich fand's, also es hat mich total umgehauen, irgendwie, was da passiert, diese Brände und auch was ich irgendwie erst im Nachhinein jetzt mitgekriegt habe, dass die eigentlich schon seit September laufen. Ja, das finde ich auch so krass, weil, also ich weiß, dass ich auf jeden Fall noch vor der Weihnachtszeit das kurz irgendwo gelesen hatte, so auf irgendeiner, ja, auf irgendeiner Newsseite halt so Eilmeldung, dass da gerade was abgeht, aber ich hatte es dann nicht so, also es, bin ich ehrlich, ist mir dann nicht so richtig ins Auge gesprungen und ich hatte es kurz gelesen und dann war es das, so blöd wie es klingt, aber dann auch, ich glaube, wie es vielen geht, so jetzt zum Neujahr ist es ja jetzt dann doch deutlich mehr in die Medien gerückt und dann ist es wirklich so, man startet in dieses neue Jahr und sieht diese Bilder aus Australien, wie da diese Tiere verbrennen und denkt sich so, scheiße, also wirklich, das ist echt krass, was da abgeht und ja, es läuft halt schon seit September und die letzten Jahre, also laut vorherigen Aufzeichnungen es gibt diese Brände wohl jedes Jahr mehr oder weniger, aber die fangen halt im Normalfall im Dezember erst an und gehen so ein, zwei Monate und so, dass sich die ganze Vegetation relativ okay wieder erholen kann und so und das ist wohl ein Ding, was öfter in Australien passiert, aber dass es halt jetzt seit September schon am Laufen ist und auch, wie gesagt, wie spät wir das erst mitbekommen haben eigentlich, das ist halt super krass einfach, was da abgeht. Ja, ich glaube, dass ich mich auch dann erinnern konnte, dass ich da schon auch vor einiger Zeit irgendwie so ein Bild gesehen hatte, wo irgendwie so ein Radfahrer oder so irgendwie einem Koala was zu trinken gab und so. Ja. Und aber ich meine, klar, es brennt, also es ist halt Australien, es brennt da halt öfter und so dieses Ausmaß dessen ist mir irgendwie, also ist, glaube ich, auch da erst so richtig zum Jahreswechsel irgendwie deutlich geworden. Ja. Und dann ging ja, glaube ich, jetzt vor ein paar Tagen erst so diese Zahl durch die Medien, dass da tatsächlich 500 Millionen Tiere gestorben sein soll. So was und das kam so im Anschluss an diese Debatte um die Menschenaffen, die gestorben waren in diesem einen Zoo, das war ja auch wo noch, ich auch nochmal irgendwie so diese Verbindung, also auf der einen Seite so dieses, welche Folgen hat eigentlich das für Tiere, aber auch nochmal so, was für eine andere heftige Dimension ist das eigentlich? Total, also diese Brände haben halt auf so viele verschiedene Ebenen so viele Auswirkungen. Halt einmal dieses riesige Ding mit den Tieren, dass da jetzt halt, also laut Schätzung auf jeden Fall 500 Millionen, aber das ist halt nur eine Niedrigrechnung quasi auf alten Fakten, wie da die Tiere in den letzten Jahren gelebt haben und wie viel da jetzt schätzungsweise davon ungefähr tot sein müssten. Und das ist ja eigentlich nur eine geringe Schätzung und es gibt auch andere Quellen, die sagen, dass es schon irgendwie 1,5 Milliarden sind und so. Das sind halt Zahlen, die kann ich mir gar nicht so vorstellen. Ich sag das halt so, aber irgendwie mir das überhaupt im Kopf irgendwie klar zu machen, was da abgeht, ist halt total surreal. Und das ist halt auch so, weil in Australien ist halt so eine riesige Tierwelt und es gibt auch Quellen, die sagen irgendwie, dass 80% der nationalen Tiere davon gefährdet sind von diesen Bränden und das sind halt nationale Tiere, die es dann auch nur in Australien gibt und die gibt's halt nirgendwo anders so und das ist halt, also das ist so eine Situation, die kann man sich irgendwie gar nicht ausmalen, wenn da irgendwie diese ganzen Koalas und die Kängurus und auch die Bilder, die davon so teilweise in den Medien rumgehen, das ist echt krass einfach nur. Ja, und dann eben der Premierminister, der ja. Also auf eine Art und Weise reagiert, die finde ich so, also mit der würde man grundsätzlich eigentlich erstmal rechnen, wenn man auch die politische Linie, die da gefahren wird und so weiter kennt, die passt aber so überhaupt gar nicht mehr zu dem, was da gerade abgeht. Ja. Irgendwie. Also es
wurde ja jetzt auch schon mehrfach gesagt, dass der Mann eigentlich überhaupt gar kein ernsthaftes Katastrophenmanagement betreibt. Große Kritik irgendwie von den Feuerwehren da. Und frage ich mir auch so, also hast du irgendeine Ahnung, wie das da diskutiert wird in Australien gerade? Wahrscheinlich haben die gar keine Zeit zu diskutieren, weil die nur mit Brände löschen. Also ich weiß halt nur, dass also das erste Mal, dass ich so von dieser politischen Seite ein bisschen was mitbekommen habe, war zu Silvester tatsächlich, weil durch diese Brände natürlich auch super viel Feinstaub in der Luft ist und die Luftqualität natürlich super darunter leidet. Und dann gab es irgendwie zu Silvester eine relativ große Debatte, ob in Sydney so ein großes Feuerwerk gemacht werden soll oder nicht. Da gab es dann auch wohl von der Bevölkerung echt viele, die gesagt haben, nee, lass das mal nicht machen so. Aber da hatte sich dann, also da ist das erste Mal, dass ich es mitbekommen habe, weil er gesagt hat, nee, wir machen das trotzdem. Und halt so, das war das erste Ignorante, in Anführungszeichen, was ich da von seiner Seite aus mitbekommen habe. Und dachte mir schon so, ja, naja, okay, ist ja, also scheint er ja alles nicht so ernst zu nehmen. Und jetzt ist die ganze Lage hat sich ja nur weiterhin zugespitzt und Australien ist halt eine super riesige Kohleindustrie, die basieren halt klimamäßig und so, arbeitsmäßig sind die halt total auf Kohle aufgebaut und es ist halt ein riesiger Wirtschaftszweig einfach und es hängen natürlich viele Jobs davon ab und man muss natürlich schon sehen, dass da einfach arbeitstechnisch viel von abhängt, aber das halt so zur Seite zu schieben und so irgendwie nicht ernst zu nehmen und auch, ich glaube, er hat auch gesagt, dass er den Zusammenhang zwischen diesen Bränden und dem Klimawandel gar nicht sieht und wo ja der Feuerwehrchef irgendwie sehr prominent auch nochmal gegengesprochen hatte, nach dem Motto, jeder, der hier einen Wasserschlauch in Händen hält, der wird den Klimawandel nicht mehr in Frage stellen oder so. Irgendwie so ein Satz. Ja, ich habe das auch. Hat bei der Tagesschau gesehen. Ja, ist halt super crazy, was für ein Film der fährt und dass der da so gegen bleibt. Und das Ding ist halt auch dadurch, dass der, glaube ich, so, also diese Schiene fährt, die er gerade fährt, wächst halt der Druck aus der Bevölkerung auf jeden Fall massiv. Ja, das frage ich mich halt wirklich, ob der damit durchkommt, so, ne? Wann sind denn da die nächsten Wahlen? Also, der wurde letztes Jahr im Mai, glaube ich, gewählt, aber. Gut, das heißt, also es wäre jetzt nicht irgendwie demnächst, das sowieso Wahlen, weil da frage ich mich halt so, im Moment scheint er damit noch durchzukommen, aber vielleicht auch ein Stück weit, weil die Leute ja alle noch mit der akuten Katastrophe beschäftigt sind. Ich meine, da wissen wir ja auch nicht, wie lange die noch weitergeht. Also, diese Brände, das ist ja eigentlich noch kein Ende in Sicht, aber, also, da denke ich, da muss ich doch so viel Wut aufgestaut haben. Und ich frage mich, ob es da auch langfristig wirklich so möglich sein wird, die Menschen, die von ihren Arbeitsplätzen her gerade von der Kohleindustrie abhängig sind, in Anführungsstrichen, oder abhängig scheinen, auszuspielen gegen diejenigen, die unter den Folgen des Klimawandels leiden, weil also zum einen stimmen da die Relationen nicht und zum anderen, glaube ich, kann man diese Menschengruppen auch gar nicht so trennen. Also und ich meine, im Zweifel, wenn ich einfach meine Existenz bedroht ist von einem Feuer und einfach relativ klar ist, so ich, auch wenn sich das so weiterentwickelt und das wird sich so weiterentwickeln, dann können wir hier und können auch unsere Kinder hier nicht mehr so leben, dass das dann irgendwann einfach auch mehr wiegt als, Auf jeden Fall. Ich habe jetzt hier Sorge um den Arbeitsplatz. Ja, so. Ja, also schätzungsweise sollen die Brände da ja auch noch so, also so wie sie jetzt sind, gehen sollen sie auf jeden Fall laut Schätzung noch bis Februar auf jeden Fall weitergehen. Ja. So, und also ja, wie gesagt, es kann halt eigentlich nicht so weitergehen und ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich weiterhin so sehr gegen diese Bevölkerung stellen kann. Also es ist halt einfach ein unverantwortliches Verhalten, so kann man schon sagen. Und ja, es ist in Anführungszeichen, es geht ja nicht nur in Anführungszeichen um die Tiere und um die Pflanzen, sondern es sterben ja auch Menschen. Also es sind ja auch schon, glaube ich, bewiesen 25 Leute durch diese Brände gestorben. So, also das kannst du halt als Minister nicht irgendwie verantworten. Verloren haben. Ja, also total. Dörfer in hoher Zahl einfach komplett weg. So. Total teilweise vom Feuer eingeschlossen und müssen irgendwie übers Meer fliehen und so und werden da mit Booten gerettet. Das sind halt Zustände, das ist unvorstellbar. Ja, total. Wenn ich mir Bilder anschaue, dann kriege ich das gar nicht richtig in den Kopf, dass das gerade nicht irgendein Hollywood-Film ist oder so. Sondern und auch wenn man eigentlich weiß, dass es ja anscheinend die letzten Jahre auch schon Brände gab, aber ich habe halt so bewusst das noch nie irgendwie mitbekommen. Und wenn ich jetzt so diese Bilder sehe, denke ich mir so, das kann doch nicht, also das ist echt. Ja, und es wurde auch sehr viel
mehr darüber berichtet oder ja, also wird und wurde mehr darüber berichtet, auch so aus Quellen, wo man es erstmal nicht vermuten würde. Also irgendwelche Radiosender, die sonst eher für Popmusik verantwortlich zeichnen, die dann auf einmal dazu irgendwie einen Extrabeitrag machen. Jetzt halt natürlich nicht irgendwie so ausführlich und deutschlandfunkmäßig oder so, aber schon, wo man halt merkt, okay, das bewegt einfach auch viele Leute und auch, glaube ich, so ein Ohnmachtsgefühl, weil es ist halt super weit weg, man kann akut nichts tun. Ja. Und dann kam ja noch dieses Thema mit Siemens irgendwie auf. Ne? Also die wollen ein neues Kohlebergwerk in Australien. Ja, genau. Also Siemens hat irgendwie, Siemens hat jetzt irgendwie so einen Zusammenschluss mit Australien, weil Australien mit Indien zusammen so ein Kohlebergwerk irgendwie bauen will, oder zumindest ist es schon am, es wird, glaube ich, schon gebaut, und Siemens steckt da halt mit Anteilen irgendwie drinne, und es geht da halt irgendwie darum, Kohle irgendwie durch das Great Barrier Reef, durch so eine Mine nach Bangladesch zu bringen, um Strom nach Indien zu bringen. Das ist zumindest die Planung, und das wäre, also das, was ich gelesen habe, ist auf jeden Fall, das würde auf jeden Fall bis 2080 gehen, so. Das ist halt ein Riesending, so, das ist ein riesiges Projekt, und Siemens steckt da halt noch, also entscheidet gerade, ob die da noch mit drin sein wollen und ob die da Geld reinstecken, und es gibt schon irgendwie um die 60 andere Vereine, die gesagt haben, nee, da machen wir auf jeden Fall nicht mit, und halt als deutscher Konzern ist es halt irgendwie auch ein Zeichen, einfach zu sagen, dass man da nicht mitmacht. Und genau, jetzt Leute von Fridays for Future haben jetzt eine Aktion gestartet quasi, oder starten jetzt, wir nehmen das gerade Donnerstag übrigens auf. Genau, also wir rechnen damit, dass jetzt, wo ihr den Podcast hört, schon eine ganze Reihe von Fridays for Future Aktionen und sonstige Aktionen stattgefunden haben, auf jeden Fall in Bremen, in Hannover vor der Siemens-Zentrale und auch sonst, und ich bin auch ziemlich sicher, dass so die nächsten Aktionen relativ stark sich damit beschäftigen werden oder dagegen protestieren werden, dass Siemens da was macht, weil das ist halt auch einfach echt ein Hebel, wo wir hier in Deutschland, von Deutschland aus auch wirklich ansetzen können und gerade was bewegen können und einfach auch nochmal deutlich machen können, wie absurd es eigentlich ist, also welche absurden Dinge da einfach auch gleichzeitig passieren. Ja. So die Klimaapokalypse, muss man eigentlich echt schon so sagen. Auf der einen Seite, und Siemens so, ja, wir machen einfach weiter so wie bisher, ist doch egal. Ist halt auch ein bisschen fragwürdig, wenn man überlegt, dass Siemens eigentlich ein Konzern ist, der so seit diese Klimabewegung irgendwie größer und so ein bisschen publiker geworden ist, dass die halt eigentlich gesagt haben, jo, wir sind bis 2030 sind wir klimaneutral, und die haben sich das eigentlich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass sie so da irgendwie Vorreiter sein wollen, und dann können, also die können sowas halt dann eigentlich nicht bringen, so, das ist halt, also ist halt ein bisschen heuchlerisch, so fast schon von dem ganzen Konzern. Und ja, genau, es gibt da von Fridays for Future aus auch diese Petition, dass man da unterschreiben kann, dass das nicht gemacht wird, und ich glaube, das Ziel sind irgendwie 75.000 Unterschriften, und momentan, also auf dem heutigen Stand, war das jetzt, glaube ich, als ich vorhin geguckt habe, so bei 30.000. Also da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ich glaub, da würden auch noch viel mehr Leute unterschreiben. Ich glaube, das muss einfach noch viel bekannter gemacht werden. Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, vielen ist es auch nicht so richtig bewusst, dass es gerade passiert. Und ja, also ich glaube, die Brände in Australien haben schon viele mitgekriegt, aber viele sind halt auch gerade noch so am Jahresanfang irgendwie dabei, sich so ein bisschen wieder zu sortieren. Und ich glaube, es ist einfach echt wichtig, da so echt viele Leute zu erreichen, und denke, dass das auch einfach jetzt gerade eine Petition ist. Also ich meine, die hat wirklich ein ganz klares Ziel. Total. Und wo es im Grunde ja auch eigentlich nicht wirklich Diskussionsbedarf gibt, das ist absolut klar, dass das da nicht gebaut werden. Also ich glaube, da so, dass da ganz viele Leute das unterschreiben können, auch welche, die sich vielleicht selber gar nicht unbedingt direkt so als Ökos beschreiben würden, die das einfach richtig unsinnig finden. Ist eigentlich normaler Menschenverstand, dass man sieht, dass das nicht richtig ist, sich da irgendwie sich da zu beteiligen als deutsche Firma. So. Genau, ich glaube, die Petition packen wir euch auf jeden Fall auch nochmal in die Infobox. Ja. Und ich glaube, da ist echt noch richtig viel Luft nach oben. Ja, in der Infobox werden auch an sich, glaube ich, noch einige interessante Fakten sein, wo man auf jeden Fall reingucken kann. Genau, klickt euch da gerne mal durch. Ja, genau. So. Ja. Ich glaube, das war jetzt schon unser erster Podcast. Wir sind sehr gespannt auf Feedback von euch und hoffen, es hat euch ein bisschen gefallen.
Und den nächsten gibt es in einer Woche, Freitag. Genau, dann aber ohne uns und mit einer anderen Menschenkombination. Genau, also es ist spannend. Es bleibt spannend und abwechslungsreich. Jo, also ja. Macht's gut. Ciao. Und schönes Wochenende.